Der BB Radio Mitternachtstalk mit Jens Hermann. Täglich von 0 bis 2 Uhr. Promis mal anders. Mit Geschichten, die ihr so noch nicht gehört habt. Bei mir ist Daniel Donskoi. Herzlich willkommen. Tachchen, ich freue mich sehr, hier zu sein. Das ist das Allround-Paket sozusagen. Schauspieler, Sänger, Produzent. Multitalent eigentlich. Danke, das ist sehr nett. Es ist immer so komisch, sich das über sich selber sagen zu lassen. Aber ja, aber ich mache die ganzen Sachen. Irgendwie kriege ich es nicht hin, es nicht zu machen. Deswegen mache ich es. Sag mir, was ich vergessen habe. Es sind nur viele Sachen bei, die du noch machst und die wir gar nicht aufgezählt haben, ne? Ja, ich weiß es manchmal selber nicht. Ich wache morgens auf und habe keine Ahnung. Ich weiß, gerade fokussiere ich mich auf die Musik und das Schauspiel. Und das sind so die zwei Sachen, die am wichtigsten sind. Aber ich schreibe auch. Ich schreibe gerade an einer Serie, ich schreibe an einem Film. Ja, es ist einfach ein Riesengeschenk, in diese Branche gekommen zu sein. Und warum sich dann limitieren? Es gibt so viele wunderschöne Sachen, die man hier machen kann, Geschichten, die man erzählen kann. Und das Leben ist dann doch vielleicht irgendwie ganz schnell vorbei. Deswegen will ich immer alles noch mitnehmen. Wir werden das alles im Detail mal anreißen. Ich sage nur für die Frauen, die hier sind. Also bisher war es ja immer so, dass Barbara Schöneberger so mich so ein bisschen angeschmackt hat, ne? Ich bin Barbara Schöneberger und ich grüße ganz herzlich Jens Hermann. Ja. Jens Hermann. Oh. Jens Hermann. Seitdem du bei Barbara Schöneberger in der Sendung warst, bin ich kein Thema mehr. Oh nein, das tut mir wahnsinnig leid. Ich wollte eure Romanze nicht kaputt machen. Das war nie meine Intention. Das wollte ich nie, das wollte ich auch bei anderen nicht. Ich sag nicht mehr dazu, aber... So muss man sich ungefähr vorstellen. Also du bist ja auch Model und dementsprechend ist es einfach so, wenn ihr irgendwo auftaucht hier in der Redaktion, die Frauen drehen komplett durch. Barbara Schöneberger dreht komplett durch und alle anderen Frauen auch. Ja? Hast du diese Wirkung auf Frauen hast du ja? Ja, man versucht immer, also ich nicht Mann, ich versuche nicht die, man sollte sich nicht seiner Wirkung bewusst sein, weil das ist nicht gut fürs Leben, egal was man macht. Es geht einfach darum, einfach der Mensch sein, der man ist. Und natürlich ist es schön, wenn man positive Vibes zugeschickt bekommt. Zwinker. Jetzt sagen einige Frauen von dem Radio, Daniel Donskoi, habe ich doch schon mal gehört, das ist doch der Pater aus St. Mike. Genau. Der immer nichts drunter hat. Und der als Pfarrer auch flucht wie ein Rohrspatz. Ja, genau. Das finde ich total witzig. Ja, wir hatten also mein Lieblingsfluchwort, also die versuchen ja immer, es läuft ja beim Privatsendern, deswegen muss man dann immer gucken, was man darf, was man nicht. Und dann haben sie gesagt, wir brauchen wirklich was richtig Böses. Mhm. Und dann habe ich so, okay, geil. Bumsfrikadelle. Und es ist richtig abgegangen. Das ist einfach so geil zum Brüllen. Du bist so eine olle Bumsfrikadelle. Das ist jetzt mein neues Lieblingsfluchwort, wenn ich in Berlin unterwegs bin. Der Daniel ist übrigens mehrsprachig. Also fünfsprachig bist du, ne? Ja. Russisch kannst du? Deutsch, Russisch, Hebräisch, Englisch und Französisch und Arabisch habe ich in der Schule. Die beiden Sachen sind so, die gemischt zu einer Sprache. Wollen wir das mal vielleicht erstmal am Anfang mal erzählen? Ja, weil ich finde das eine sehr interessante Geschichte. Du bist in Moskau geboren. Genau. 1990. Moskau, genau. Aber kurz danach umgezogen nach Berlin. Nach Berlin, genau. Also nach dem Mauerfall vor der Wiedervereinigung sind wir nach Hönow angekommen. Hönow! Schöne Hönow. Ist in Brandenburg. Wo ist denn Hönow? Ja. Ist das Ende der U5? Ja. Nie am Alex gewesen. Genau. Genau, da sind wir dann aufgewachsen. Es hieß damals Kontingentflüchtlinge. Das war noch irgendwie, in der Perestroika zeigt so, Gorbatschow und Honecker haben sich irgendwas ausgemacht, dass die jüdischen Leute aus der Sowjetunion nach Deutschland können. Und dann bin ich in Berlin aufgewachsen, bis ich 12 war. In Hönow, auch richtig schön. Dann ging es immer nach Marzahn. Eine große ja. Reise, genau. Und dann ging es aber nach Tel Aviv, das war etwas weiter weg. Und da habe ich dann Abitur gemacht. Musstest vom Deutsch umswitchen auf Hebräisch? Auf Hebräisch. Und meine erste Unterrichtsstunde war, das halte ich fest, Arabisch auf Hebräisch. Ach du Schande. Richtig scheiße. Also wirklich, ich saß da und dachte mir so, Mama, fick dich. Das habe ich wirklich so, warum? Ich habe auch gesagt, Mama, guck mal, ich zeige dir kurz die Weltkarte. Guck mal, Deutschland, das kann man erkennen, das ist schön, da oben. So, jetzt geht man immer weiter runter, Türkei, Syrien, Irak, Iran... Jordanien. Warum sind wir hier? Ich habe es einfach nicht verstanden als Zwölfjähriger. Weißt du, wenn du dort aufwächst, ist es das Normalste der Welt. Du lebst im Nahen Osten. Aber wenn du als Berliner Junge da in das Gebiet kommst, ist es erstmal einfach skurril. Die Art und Weise, es ist ja nicht negativ, aber es ist einfach komplett, die Leute sind ganz anders. Es ist lauter, es ist Testosteron geladener, es ist, um sich zu behaupten, musst du lauter sein. Und in Berlin hatte ich schon eine große Schnauze als Berliner, aber das ist nicht zu vergleichen mit dem, was man in Tel Aviv für eine große Schnauze braucht. Und es war schon krass, aber es hat mich für mein Leben geprägt und auf eine sehr positive Art und Weise. Aber als Kind, das ist schwer. So, also ich wollte es nicht. Wie lange hast du gebraucht, bis du Hebräisch drauf hattest? Ein Jahr. Echt? So schnell geht das, ja? Na, ich war in der Schule, ich musste. Sprache. Ja. Es gibt ganz, ganz viele Konsonanten, die im Deutschen gleich sind. Also es ist relativ hart. Mhm. Deswegen ging das eigentlich. Und ich musste, als Zwölfjähriger geht es wahrscheinlich einfach ganz schnell rein. Jetzt sag doch mal bitte auf Hebräisch, dass du dich freust, dass du hier bei Mitternachtstalk bei BB Radio bist. Ani mamash samach shani po besicha itcha bechatzot belaila.
unglaublich. Jetzt hören wir das Ganze mal in Englisch, bitte. I'm really happy to be at the Midnight Talk with you, Jens. Thank you so much for having me. Das hätten wir in Russisch gern mal. Спасибо большое, что вы пригласили сюда. Очень классно с вами разговаривать. Er schaltet einfach um. Das dauert nicht mal eine hundertste Sekunde. Bist du zwischen den Sprachen hin und her? Also ich bin auch so aufgewachsen, weil irgendwie zu Hause haben wir Russisch geredet erst und dann kam natürlich Deutsch dazu durch die Schule, also wollte ich dann Deutsch sprechen. Als wir nach Israel gezogen sind, das war eine Patchwork-Familie, habe ich dann mit meinen Geschwistern auf Englisch geredet, mit meiner Mama auf Russisch, mit meinem Stiefpapa auf Deutsch und in der Schule Hebräisch. Und dann war irgendwie die ganze Zeit kompletter Switch und dann mein Gehirn hat sich einfach irgendwie dran gewöhnt. Das heißt, du merkst gar nicht, wenn zwischendurch jemand mit Deutsch beginnt und mit Hebräisch weiterredet, ja? Nö, genau, das könntest du jetzt einfach bringen. Mein Hebräisch ist leider nicht so gut. Also um nicht zu sagen, es ist gar okay, aber okay, nicht vorhanden. Welcome. Willkommen heißt Bruchim Habaim. Bruchim Habaim. Ja, geil. Echt? Ja, Bruchim Habaim. Es sind also die kommen sind gebläst. Wahnsinn. Mhm. So, dann warst du also in Israel, in Tel Aviv. Genau, dann kam ich nach Berlin zurück mit 18, habe im Tacheles angefangen zu arbeiten. Hast du als Theke. Kellner gearbeitet, als Barkeeper? Ja, Barkeeper unten im Studio, hör die vor. Ich laufe jeden Tag gerade vorbei, weil ich da in der Mitte gerade bin. Es tut mir im Herzen weh, dass dieses Stück Berliner Geschichte weg ist. Oh, und da kommt schon wieder irgendein Luxuskack hin. Naja, hab Bio studiert. Weiß auch nicht warum, aber ich dachte mir, Bio ist ein super, super, super Studiengang. Und dann bin ich jeden Tag nach Steglitz rausgefahren im Botanischen Garten und hatte dann irgendwann genug und habe mich dann meinem inneren Ruf ergeben und bin dann nach London gegangen zum Schauspiel- und Musikstudium. Ja, und dann bist du Schauspieler geworden und Musiker und das deshalb jetzt das Gesamtpaket von Daniel Donskoy, da ist also alles dabei. Ja? Genau, Biologe natürlich. Biologe, auch, genau. Ich meine, das kann ja als Musiker nicht schaden. Das kann auf keinen Fall schaden. Ein bisschen auszukennen. Das stimmt. Das weißt, wenn du also quasi die Mädels, die dir vor der Bühne den Schlüpfer zuwerfen, mit nach Hause nimmst, könnte es passieren, dass rein biologisch du irgendwann etwas später dann deine Familie vergrößert hast. Das stimmt. Ah, der ist sehr gut. Ah, ja, das stimmt. Das sollte man immer ins Kalkül ziehen. Und meinen Schlüpfer sollte ich wahrscheinlich auch nirgendwo hingeben. Richtig. Okay, gut, das haben wir jetzt erkannt. Gebe nie deinen benutzten Schlüpfer irgendwem, wenn du nicht unerkannterweise Vater werden möchtest. Apropos benutzter Schlüpfer, hast du nicht mal irgendwo auf dem Berliner Balkon irgendwo nackt rumgestanden und wurdest beobachtet dabei? Ja, ich liebe das ja. Ich liebe es, nackt zu sein. Also wenn man in der Natur ist, ich mag als auch Biologe einfach... Als Biologe verstehe ich das, ja. Ja, oder? Absolut verständlich. Ja, und dann stand ich in dieser Wohnung, wo ich gerade wohne, auf dem Dach, halt morgens und dachte mir so, ja, ist da eh keiner, weil da sieht man nichts. Und dann habe ich da hingestellt, hatte irgendwie meinen Kaffee getrunken, einfach nackt rumgechillt, aber auch so richtig schön so mit so Beine breit und Hinseiten. So, dann gehe ich halt raus und fange den Tag an und kriege so eine Message auf Instagram. Lieber Daniel, wenn du das nächste Mal deine Eier schaukelst, wink doch mal rüber. Da saß ein Mädel und hat auch ihren Kaffee getrunken, hat das gefilmt wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich, vielleicht kommt es ja raus. In 5 Jahren, wenn du deinen ersten Oscar bekommen hast oder so, vielleicht dauert es auch gar nicht so lange, dann kommt es raus und dann ich auch noch ein Video von Daniel. Liebes Mädchen, unbekannterweise, bitte. Kannst du gerne releasen, aber schick's mir vorher. So, wir kommen zurück auf London. Du hast Schauspiel studiert dort in London, mit Abschluss sogar. Ja. Bachelor. Bachelor of Arts. Und dann hast du am Theater angefangen und hast wirklich in renommierten Theatern dort gespielt, ne? Ja, ich war am West End. Das klingt alles immer sehr viel glamouröser, als es ist. Also das allererste Theater, in dem ich gespielt habe, hieß The Tabard. Und das war ein Pub-Theater. Und da spielst du halt vor besoffenen Engländern. Aber auch vor denen, die man sich so vorstellt. So, die sind dann unten in der Bar und irgendwann klingelt die Glocke so, there's a play going on. So, und dann gehen die halt hoch und dann spielst du halt, versuchst gerade rum und Julia irgendwie zu spielen, die so, shut the fuck up, wanker. So, okay, da lernt man wirklich fürs Leben. Also wirklich. Also wenn du die dazu bringst zu lachen, hast du es geschafft. Und dann ging es relativ schnell, dann habe ich am West End gespielt und das war, ja, natürlich krass, weil du hörst, du bist in dieser Schule und dir wird erzählt über das glorreiche Theater. Dann kriegst du die Möglichkeit. Und das Krasse ist, dort ist ja kein Repertoire-Theater wie bei uns und keine Ensemble leider, sondern du spielst dann ein Stück 8-mal die Woche. Und das ist echt nach 3 Monaten bist du irgendwann, also jeden Tag zu versuchen, dass es immer noch frisch ist. Aber auch das war halt nach der Schauspielschule wieder eine richtig geile Schule. Aber du hast auch als Regisseur gearbeitet und hast auch eigene Sachen gemacht, ne? Ja, ich habe dann vor 5 Jahren eine Produktionsfirma aufgemacht, haben erst mit 2 Musicals angefangen. Beim ersten habe ich 40.000 Miese gemacht und es war eine Vollkatastrophe. Hab dann erst wirklich 3 Jahre später es alles zurückzahlen können. Aber das hat mich irgendwie so angefixt,
wenn es beim ersten Mal nicht klappt, weiterzumachen. Beim zweiten Mal war es immer noch ein Reinfall. Beim dritten Mal waren wir dann zum ersten Mal even mit der Kohle. Und dann habe ich einen tollen Regisseur getroffen, mit dem ich bis heute auch zusammenarbeite, der meine ganzen Musikvideos auch macht. Max Gill, der war der Assistent von Kenneth Brenner und hatte eine Idee für eine Adaption von Schnitzlers Reigen. Und da ging es um die Sexualmoral der Londoner im 21. Jahrhundert. Und war eine Gender-Studie und das lief echt super. Und wir haben daraus jetzt eine Fernsehserie entwickelt. Und ich habe in London einfach so viele wahnsinnig inspirierende Menschen getroffen, die bis heute meinen Weg begleiten und auch mit nach Berlin jetzt kommen und auch nach Tel Aviv mit mir gehen. Und das ist das größte Geschenk an diesem Hin- und Her-Reisen gewesen, dass ich überall irgendwelche Leute getroffen habe, die den Weg mit mir gehen. Deswegen ist man halt nicht allein, sondern du gehst diesen Weg, vor allem in dieser Branche, mit so vielen anderen. Und das ist ja ein Riesengeschenk. Wir reden gleich noch ein bisschen weiter über dein Schauspiel und auch über die Musik logischerweise, aber ich muss mal zwischendurch fragen. Das heißt, du bist jetzt zwischen Berlin, Tel Aviv, London immer unterwegs, hin und her? Zwischen Berlin und London, ja. In Tel Aviv war ich seit einem Jahr nicht mehr. Also deshalb hast du auch keinen festen Wohnsitz. Genau, genau. Weil man kann nie sagen, der lebt jetzt in London, der lebt in Berlin. Nee. Du hast überall deine Klamotten rumzustehen? Klamotten habe ich in so einem Koffer mit und sonst liegt alles in so verschiedenen Storage Rooms. In jeder Stadt? Also in Berlin gibt es was. Meine Oma wohnt auch in Berlin, das heißt, in ihrem Keller steht auch noch ein extra Koffer. Und sonst in London stehen Sachen nur meinem Bruder und im Storage. Und in Tel Aviv bei meiner Mama sind auch noch Sachen irgendwie, glaube ich. Unglaublich. Vielleicht weißt du gar nicht, was du schon mittlerweile für Schätze angehäuft hast, die überall verteilt sind. Ich verschenke immer alles. Ich verschenke ganz viel. Also als ich meine Londoner Wohnung ausgeräumt habe, habe ich wirklich gute Sachen einfach auf die Straße gestellt, wurde mitgenommen. Möbel habe ich irgendwie da gelassen an den Nächsten, der es einfach genommen hat. Und ich finde, es ist total befreiend, sich von Sachen zu trennen, weil der Schrank macht uns zum beschränkten Menschen. Weil es ist einfach so. Sobald du Sachen anhäufst, hast du eine Verantwortung für die Sachen, die du trägst. Sei es Klamotten, sei es Lebensmittel im Kühlschrank, was auch immer es ist. Und es ist einfach beschränkend, weil du brauchst sie irgendwann. Man gewöhnt sich an Sachen, du gewöhnst dich an so viel Komfort. Und manchmal ist es einfach schön, nichts zu haben, weil du dich dann nur voll und ganz darauf konzentrierst, was du in dem eigentlichen Moment machen möchtest. Eigentum verpflichtet. Total, 100%. Und es gibt diesen schönen Song von Silbermond, leichtes Gepäck, ne? Absolut. Alles auf den Haufen werfen, total. Anzünden, weg, ja, mit dem Scheiß. Irgendwie geil. Heute, du hast alles mit, was du besitzt hier, du hast ein Hemd an heute, ja, Schuhe dabei, Schuhe. Guck mal, der Koffer steht in der Ecke, alles da. Ja, ja. Gitarre ist auch da. Super. Genau. Wir reden gleich über die Musik, aber Schauspiel sind wir noch nicht fertig, weil du hast natürlich, nachdem du zurückkamst von London aus nach Deutschland, hier diverse Rollen gespielt. Also ich habe dich im Tatort gesehen, da warst du einmal ein Böser, ein Mörder. Ne? Das hat so viel Spaß gemacht. Einmal der Gerichtsmediziner, ja. Das war auch cool. Da drehen wir auch Nummer 2 dieses Jahr. Ah, cool. Ja, ja. Und natürlich der St. Mike, genau. Den hast du gespielt und auch diverse andere Sachen. Ja, ich habe mal einen Kinofilm gedreht, da geht es um die Entstehung eines israelisch-palästinensischen Jugendorchesters, angelehnt an das Barenboim-Orchester. Mhm. Der kommt jetzt beim Münchner Filmfest raus, feiert der Premiere im Sommer und da musste ich echt Geige spielen lernen für den Film. Ich spiele so einen israelischen Macho-Violinisten, der nicht darauf klarkommt, dass im Orchester auch Palästinenser spielen und hat so sehr mit seinem Ego zu kämpfen und über den Film entwickelt er ja ein Bewusstsein dafür, dass man vielleicht doch lieber die Geige in die Hand nimmt und nicht die Waffe. Das wäre ja ein Thema für sich, darüber könnten wir auch nochmal ausführlich reden, ja, über Palästinenser und Israelis und so, aber das müssen wir an anderer Stelle machen, weil wir wollen jetzt erstmal die Person Daniel Donskoy natürlich ein bisschen näher kennenlernen, für alle, die jetzt da draußen brennen und draußen, das ist ja geil, der ist da, den habe ich ja schon mal im Fernsehen gesehen und der macht jetzt auch Musik, das ist ja unglaublich. Du hast eine EP veröffentlicht, ne? Genau. Und zwar mit einem sehr renommierten Produzenten, wie ich finde. Ja, total, ich liebe Mick. Mick ist, es war interessant, weil ich wusste überhaupt nicht, wie das mit der Musik jetzt anfangen soll. Ich hatte mich irgendwie mit Labels getroffen, aber es hat sich alles nicht so ganz richtig angefühlt. Und dann sagte jemand, schreib doch einfach die Produzenten an, die du geil findest. Und dann habe ich mal geguckt, was in Deutschland in den letzten Jahren produziert wurde und kam immer wieder auf Mick Schröder beim Hören. Ich hatte nie geguckt, was der Name ist und hatte ein paar Produzenten angeschrieben. Mick hatte ich geschrieben, lieber Mick, mein Name ist Daniel Donskoy, hast du mal Bock auf einen Kaffee? Und er schrieb direkt zurück, ach wirklich bei den Ärzten, ey Keule, klar, komm vorbei. Und ich war nur so, geil, das ist ein Mensch. Und haben uns getroffen, so auf Anhieb direkt so, ja, der ist einfach ehrlich, er sagt, was er will. Er sagt, was er nicht will. Der ist brutal ehrlich zu Songs und ist dazu halt einfach ein Herzensguter, ein Atze mit Herz. Und Atze mit Herz ist irgendwie so mit einfach das Geilste, was du finden kannst. Brother from another mother. Absolutely. Ja. Er produziert unter anderem auch Ray Garvey, ne? Und, ja, Ray Garvey, Anna Los, die neue Platte, hat Joris gemacht, Lotte hat er gemacht, Silly hat er da, JJ Liefers hat er auch gemacht. Und jetzt macht er Daniel Donskoy. Genau. Und da geht's auch so, und die Platte hast du teilweise auch in Italien zusammengestellt irgendwie. Du warst irgendwie fernab der Zivilisation und hast da Ideen auf dich wirken lassen. Ja, also wir arbeiten, die EP ist jetzt, kommt jetzt und wir arbeiten am Album halt. Und das war jetzt die letzte Session. Ich habe sehr, sehr viel geschrieben. Ich habe in London geschrieben, ich habe in Tel Aviv geschrieben, in Berlin. Und jetzt wollte ich mich noch einmal mit meinem Gitarristen und einem Tracker, einem Produzenten zusammen hinsetzen. Und mein Gitarrist hat halt eine kleine Hütte auf 1800 Meter in Südtirol. Und ohne Wi-Fi, ohne 3G. Mit einem Ofen, in dem du halt kochst und heizt. Und daraus sind echt in 3 Tagen 6 neue Songs entstanden. Und
Es ist gerade ein unbeschreiblich geiles Gefühl, das machen zu dürfen, was ich tue. Du bist so ein kleines Wunderkind, ne? Du hast mit 5 Jahren, glaube ich, angefangen, Klavierunterricht zu nehmen und hast dir das Gitarrespielen selbst beigebracht? Ja, über YouTube. Über YouTube? Ja, ich glaube, für alles ein Tutorial. Ja, der Klang ist alles ein Tutorial. Hier, Mama, hier, hör auf, du musst doch keine Lehrer hier besorgen. Was ist los mit dir? Gib mir lieber mehr Taschengeld. Ich mach das auf YouTube. Und jetzt spielst du auch noch Violine. Lässt du das mit einfließen in dein Musikprojekt? Violine nicht, nee, weil also tatsächlich, es war viel, ich musste sehr, sehr schnell lernen, habe nicht richtig gelernt, sondern ich habe tatsächlich für den Effekt gelernt und der Regisseur rief mich an, irgendwann Dror Zahavi, und sagte, Daniel, es ist sehr, sehr lustig, du musst dir das angucken, weil es sieht wunderschön aus. Wenn man dann aber deine Tonspur einschaltet, klingt es, als würde man Schweine schlachten. Hauptsache die Optik stimmt, ne? Ja, ich musste halt Vivaldi-Partituren lernen. Und, das war so, und dann hat er mir wirklich die Tonspur gezeigt. Es war so. Deswegen ist gut, dass ich wurde dann nachvertont. So, die EP heißt Didn't I Say So, ne? Genau. Und das Debütalbum können wir 2020 erwarten. Ne? 2020, ja, auf jeden Fall. Aber vorher gibt es natürlich noch ein großes Konzert am 12. Oktober in Berlin im Franz Club. Und du hast, glaube ich, zwischendurch mal probiert, wie die Musik so wirkt. In Form eines Straßenmusikanten, ne? Ja, ich mache das seit 2 Jahren. Das allererste Mal, ich kann mich noch voll dran erinnern, ich hatte einfach keine Ahnung, wie man anfängt. Dieses war so ein komisches Gefühl, ich stand da halt mit meiner Box und mit meiner Gitarre und war so, und was jetzt stecke ich es einfach rein und fange an zu spielen. Und es war krass komische Überwindung, weil normalerweise, ich bin wirklich ein extrovertierter, offener Mensch und ich hatte so eine Hemmschwelle. Und dann habe ich mich hingestellt und habe angefangen. Und innerhalb von einer halben Stunde standen halt Leute drumherum und ich habe mich mit denen unterhalten, über die Songs wurden immer mehr. Und ich habe dann einfach 4 Stunden gespielt und immer wieder von vorne. Es kamen immer wieder neue Leute und dann saßen die da und es war ein geiler Tag. Es war im Sommer vor 2 Jahren am Hackischen Markt und es war das wunderschönste Gefühl der Welt. Und die haben mir so krasses Feedback gegeben und so ehrlich, weil sie müssen nicht zuhören. Und wenn sie wollen, dann erzählen sie dir wirklich die Wahrheit danach. Und es hat mir nochmal krasse Inspiration gegeben. Und ich freue mich jetzt übelst natürlich, das erste Mal auf eine eigene Tour zu spielen. Ich habe dieses Jahr zum ersten Mal supported. War ich bei Lea als, ne? Support, genau. Auch ein krasses Gefühl. Erde total. Ich war am Tag vorher, war ich bei einer Filmpremiere und es ist roter Teppich und alles ist so, da, hier, Daniel, mach mal ein Foto, genau. Und am nächsten Tag so, was bist du denn? Bist du Support? Ja, ich hab keinen Soundcheck, wiedersehen. Muss man auch mal erlebt haben. Muss man auch mal erlebt haben. So, Essen, ne, ist nicht, hier sind Reste. Ja? Aber geil, das ist so gut, weil es ist so eine geile Kombination aus beidem, weil so viel was passiert als irgendwie erfolgreicher Schauspieler, was auch immer, es ist ja alles fake. Also dieser Erfolg, der dir angeschrieben wird, das ist ja nur eine Seite des Gesehenwerdens, weil man ist ja immer auf diesen Events mit anderen erfolgreichen Schauspielern und man steht da und lächelt um die Wette. Und da geht es ja nicht darum zu zeigen, wer du bist, sondern um etwas zu porträtieren, etwas nach außen zu tragen und normalerweise für ein Projekt. Und in der Musik ist es halt nicht so, weil in der Musik muss ich das nicht tun. In der Musik kann ich einfach die Storys erzählen und das ist, Fakt. Das ist geil, dass beides zusammen funktioniert. Aber die Erlebnisse habe ich natürlich als Radiomoderator auch, weißt du? Ja, klar. Machst du jahrelang erfolgreich Radio und dann kommst du irgendwo an, du bist ja DJ, kannst dein Zeug da hinten in der Ecke stellen. Kannst du mal was von Rihanna spielen? Genau. Habe ich nicht bei. Was bist denn du für ein DJ? Ja, aber ist krass, oder? Das ist einfach geil, wenn dir sozusagen dieser Status für eine Sekunde entnommen wird, an den man gewöhnt sich ja an alles. Ich gewöhne mich dran, wenn ich auf eine Filmveranstaltung gehe, dass man weiß, wer ich bin. Und es ist geil, weil wenn du dann wohin kommst und es passiert nicht, muss man sich ja so, okay, stimmt, fuck. Das ist ja alles nur im Kopf. Das ist alles in der Vorstellung. So ist das. Daniel Donskor ist heute bei uns im BB-Radio Mitternachtstalk. Wer sich jetzt informieren möchte über deine vielen, vielen, vielen Projekte, der braucht erstmal viel Zeit, aber wo kann er dich finden? In den sozialen Medien? Also auf Instagram natürlich Daniel Donskor und zur Musik gibt es donskormusic.com. Und da gibt es noch Daniel Donskor Official, gibt es ja auch noch, ne? Das ist Facebook, genau. Man muss alles bespielen. Und das Krasse, aber das Krasseste ist, es hat ja wirklich jede Social-Media-Plattform ihre eigene Zielgruppe. Also die Facebook-Seite ist ein viel älteres Publikum als Instagram. Also ich bin Facebook-Publikum? Genau. Nein, ich hätte jetzt auf Twitter getippt. Ja, ist schon klar. Und Twitter liebe ich persönlich am meisten, weil da ist einfach, das ist das Zuhause der Ironie und des Sarkasmus. Okay, können wir das mal ganz kurz in Altersgruppen aufteilen, damit wir wissen, welche Altersgruppen jetzt was nutzen? Instagram sind die Jungen, also bis wie viele Jahre? Also ich würde mal sagen, bei Instagram ist bei mir also so bis 30 sind die meisten. Da bin ich raus, das ist jetzt. Okay, pass mal. Ja. Aber du kannst, es gibt ja immer, weißt du, es gibt nach oben, nach unten immer so eine Schwelle. Er versucht es jetzt zu relativieren. Ich versuche es zu retten, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und Facebook ist dann eher so wirklich zwischen 30 und 50. Ja, okay. Und dann, was gibt es dann? Ab 50 gibt es dann die TV-Zeitschrift. Das ist gemein. keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Ich weiß, also Social Media mäßig, mittlerweile, also tatsächlich, meine Oma ist auf Instagram. Na, dann ist alles in Ordnung. Dann ist alles in Ordnung. Oh, du hast ja, jetzt hast du es gerettet. Jetzt habe ich es gerettet. Aber die ist auch geil. Die ist immer so, oh, du hast mir ein neues Foto geschickt. Dann sage ich so, mhm. Ja, Oma. Und den anderen Millionen auch. Den anderen auch. Aber nein, das war eigentlich nur für dich. Und geil war auch, weil die peilen es noch nicht so ganz mit der Mucke. Und beim letzten Video rief sie mich danach an. Und im Video gibt es halt Drogenkonsum und Sex und alles. Und dann rief sie an und sagt sie, Daniel, wenn du nochmal ein Video drehst, bitte nicht so eins. Es hat wirklich gewirkt, als wärst du durch die Hölle gegangen. Die ist ja eine also tolle Oma. Ja, die ist total süß. Halt eine ganz, ganz kleine. Die ist wirklich winzig. Also ich weiß nicht wie. Die ist 1,50. Mhm. Und so eine gute russische Seele. Du hast ja auch schon mal einen Pornodarsteller gespielt, ne? Mhm. Ja, ja. Aber da war zum Glück keiner von der Familie da. Weiß, das weiß ich nicht, nee. Nein. Oma, jetzt weißt du es. Genau, jetzt weißt du es. Deine Oma ist übrigens eifrige Hörerin des BWR an den Mitternachtstalks. Die hört auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall hört sie da rein. Ja. 100%. Die hören alles. Die finden alles. Die sind so krass. Ich darf nichts mehr. Es ist wie das KGB. Augen auf bei der Wahl der Verwandtschaft. Ne? Auf jeden Fall. So, Daniel Donskoy war heute bei uns im BB-Radio Mitternachtstalk. Wir haben noch viel zu erzählen, das weißt du, ne? Auf jeden Fall. Aber leider keine Zeit mehr. Oh, scheiße. Das ist schwierig, ne? Scheiße. Aber es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht mit Jens. Dankeschön. Ja, mit dir auch. Also dann sehen wir uns bei Gelegenheit mal wieder, wa? Gerne. Wenn es neue Projekte gibt. Auf jeden Fall. Bis dann, viel Erfolg für dich. Dankeschön. Der BB-Radio Mitternachtstalk mit Jens Hermann.